Aufgabe hier soll nun etwas schwieriger werden. 9.873.952 geteilt durch 291. Wie rechnen wir das jetzt? Wir fangen wieder an mit dem, was ganz einfach ist. 291 mal 1 bleibt natürlich 291. Und was natürlich auch einfach ist, ist, dass 2910 da eben 291 mal 10 ist. Okay. In der letzten Aufgabe habe ich ja mit 4 und 7 gerechnet. Jetzt nehmen wir hier einfach mal die 3 und die 6. 291 mal 3. Wie viel ergibt das? Das rechnen wir mal schnell hier unten. 291 mal 3. 1 mal 3 ergibt 3. 3 mal 9 gibt 27. 3 mal 2 gibt 6 und 2 gibt 8. Also kommt hier raus 873. Gut, und 291 mal 6. Wie viel ergibt das? 291 mal 6. 1 mal 6 gibt 6. 6 mal 9 gibt 54. Und 2 mal 6 gibt 12. Plus 5 gibt 17. Also habe ich hier 1746. 1746. Und jetzt gehe ich her und schaue einfach mal, welche von diesen vier Zahlen hier drüben wieder auftaucht, und zwar eben etwas geringer. Und dann nehme ich als erstes, nehme ich die 873. Die ist geringer als diese 987, die ich hier sehe. Die schreibe ich hier jetzt drunter. 873. Und da weiß ich ja schon, dass es das 291 mal 3 ist. Und jetzt ergänze ich hier 4 Nuller. 1, 2, 3, 4. Und das gleiche mache ich hier auch noch. 1, 2, 3, 4. Okay. Und jetzt subtrahiere ich. 2 minus 0 bleibt bei 2. 5, 9, 3, 4. 8 minus 7 gibt 1. Und 9 minus 8 gibt auch 1. Also was bleibt übrig? 1.143.952. Jetzt schaue ich wieder, welche Zahl passt hier. Ja, und das ist immer noch die 873. 873 ist kleiner als zum Beispiel diese 1143. Trage ich meine 873 wieder hier auf und das bleibt hier gleich. Ich weiß, das ist das Ganze mal 3, aber ihr seht schon, die Zahl ist jetzt kleiner und deswegen muss ich hier nur 3 Nuller ergänzen und das mache ich hier eben auch. Okay, jetzt subtrahiere ich wieder. 2 minus 0 bleibt 2. Das hier bleibt 5. Das hier bleibt 9. Das hier gibt 0. Ja, jetzt wird ein bisschen kompliziert. 14 minus 7 gibt hier die 7. Und dann wird aus dem 11 wird hier 10. Und 10 minus 8 gibt 2. Was bleibt also übrig? Das sind 270.952. Welche Zahl sehe ich hier wieder? Ich kann hier diese 1746 nehmen. Die trage ich jetzt wieder unten auf. 1746. Und da weiß ich ja, dass es das 291 mal 6 ist. Also trage ich meine 6 hier auf. Meine 2 Nuller ergänze ich hier und hier auch wieder. Und jetzt wird wieder subtrahiert. 2 minus 0 bleibt 2.
5, 3, ja, hier mache ich wieder eine 10, minus 4 bleiben 6 übrig. Und aus den 27 werden dann 26, minus 17, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, weil natürlich das Subtrahieren, das kannst du ja schon ganz gut. Bleibt hier also übrig 96.352. Welche Zahl kommt? Wieder die 873. Trage ich hier unten auf. 873. Bleibt hier alles gleich. Ich weiß, dass es 291 mal 3 ist. Ich ergänze hier zweimal die 0. Hier ergänze ich auch zweimal die 0. Und es wird wieder subtrahiert. So. 2, 5, 0. Hier habe ich wieder 16 minus 7 ergibt die 9. Aus der 9 hier wird eine 8. Das weißt du alles noch mit dem Ausborgen von der einen Ziffer. Das kommt jetzt einfach wieder. Also was bleibt hier unten übrig? 9052. Ich nehme wieder die 873. 873. Weiß, dass das Ganze hier wieder dreimal 291 ist. Hänge jetzt aber nur noch eine 0 dran. Hänge eine 0 hier auch dran. Subtrahiere wieder, ist dann immer das Gleiche. 2 minus 0 bleibt 2, 5 minus 3 gibt 2, 10 minus 7 gibt 3 und aus den 9 wurde eine 8, also bleibt hier nichts mehr, also bleibt 322 übrig und da passt natürlich 291 nur einmal rein. Also schreiben wir hier die 291 drunter, subtrahieren wieder. Und was bleibt übrig? 1, 12 minus 9 gibt 3. Das bleibt übrig. Das hier ist jetzt unser Rest. Jetzt bist du auch schon fast fertig. Was muss ich jetzt noch machen? Jetzt muss ich einfach diese partiellen Quotienten, die ich hier rausgefunden habe, muss ich einfach aufaddieren. Und das kannst du jetzt eigentlich schon fast im Kopf machen. 30.000 plus 3.000 gibt 33.000, 33.600, 33.900 und 30. Und da habe ich noch eine 1 vergessen, es kommt noch einmal rein, das ist unser Ergebnis. Also 33.931, Rest 31, das ist unser Ergebnis.